Leute, herzlich willkommen auf TKS Tano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Und zwar den Geld-Tycoon. Ja, wir haben in der letzten Folge hier erfolgreich dieses Teil hier fertig gebaut. Ihr seht auch schon, ich habe irgendwie 5,8 Millionen. Jetzt habe ich gleich 6. Ich weiß nicht ganz, wie dieses Geld tatsächlich auf meinem Konto kommt. Aber wer beschwert sich schon darüber? Also hätte ich im wirklichen Leben 6,5 Millionen. Puh, da hätte ich einiges mitgemacht. So, wir kaufen uns auf jeden Fall den goldenen Dwarpar. Nämlich, okay, doch nicht. Förderband. Jetzt kaufen wir uns den goldenen Dwarpar. Bam. Können auch direkt upgraden, so. Natürlich geht jetzt hier sehr schnell das Geld verschwunden. Sehr Geld verschwunden. Sehr schnell das Geld. Das Geld verschwindet sehr schnell. So. Aber das ist es mir wert. Und wir haben ja auch wieder einen Free Spin. Und den drehen wir doch auch mal direkt. Denn ich bin ein bisschen süchtig nach dem Drehen. Nein, natürlich nicht. War natürlich nur ein Spaß. Komm, bitte geben Sie mir... Mein Beileidspiel. Jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Jetzt habe ich alles verloren. Normalerweise hätte man wirklich im echten Leben jetzt hier alles verloren. So, 1,4. Und nochmal 1,4, okay. Achso, was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich in Twackers MP gebannt wurde. Durch, weiß ich nicht was. Irgendeiner hat mich da gemeldet. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wahrscheinlich werde ich doch wieder ohne Multiplayer Euro Truck Simulator 2 spielen. Vor allem kriege ich da auch mehr Kohle. Kann da mehr Mods installieren und sowas. Also es wird wahrscheinlich bald kein Truckers MP mehr geben. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich noch ein Truckers MP Video drehen. Und dann werde ich aber die Ankündigung machen, dass dann auch ich das letzte Mal spiele, weil... Ich habe da echt keinen Bock drauf, dass ich dann jedes Mal gebannt werde, weil da kann ich halt nie ein Video drehen gefühlt, wenn mich da immer irgendjemand meldet. Und dann macht es auch wieder keinen Spaß. Deswegen, es soll ja Spaß machen, klar. Truckers MP soll auch eine Art Roleplay sein und eventuell werde ich auch irgendwann in der Zukunft wieder mal das Spiel spielen, aber nicht mehr jedes Mal. Denn ich habe ja aktuell spiele ich ja nur Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Und ja, also am 21.03. bin ich wieder entbannt. Das heißt, ich kann auch erst wieder an diesem Datum wieder spielen. Das heißt, es wird dann auch erstmal nächsten Donnerstag ist das praktisch. Wird es kein Euro Truck Simulator 2 geben, denke ich mal nächste Woche. Und wenn, kommt es dann Freitag. Ja. Also, ich denke mal, es wird dann einfach Truckers MP am Freitag geben. Weil ich ja dann wieder entbannt bin. Aber ich werde wahrscheinlich, also das ist dann wahrscheinlich das letzte Video, was ich über dieses Spiel spiele. Also drehe. Denn dann tue ich praktisch Euro Truck Simulator 2 alleine spielen und habe halt einfach mehr, wie nennt man es, mehr, ich weiß nicht, wie das heißt, mehr, Sachen, die ich auch installieren kann, ne, also an Mods. Ich will nämlich mir, also ich gucke mir auch aktuell ein paar YouTube-Videos zu, Mods an, die man so im Steam-Dingens herunterladen kann. Und da werden einige Dinge auf jeden Fall heruntergeladen. Also seid auf jeden Fall gespannt, Leute. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Und ja. Also ich denke mal, es wird nächste Woche dann entweder, wenn ich noch Bock habe auf Truckers MP. Aber wobei, ich denke mal, es wird nächste Woche sogar zwei Videos von Truckers MP geben. Also praktisch einmal einmal halt ohne Multiplayer. Das kommt dann halt schon früher, also praktisch am Montag. Und einmal mit. Und das mit wird dann wahrscheinlich das letzte Video sein, das ich dann über Truckers MP geht. So, jetzt gibt es hier einen Bargeldförder. So, 1,5 auch schon wieder. Oha, auf einmal so viel Geld. Tschüss.
So, hier Mini-Dropper. Zack. 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 Und kein Geld mehr. Bin schon wieder arm. So. Zack. So. Wir haben auch bald irgendwie so eine Klassenfahrt. Das heißt, es könnte sein, dass da entweder keine Videos kommen oder ich produziere auf jeden Fall welche vor. Ich hoffe mal, es passiert auch rechtzeitig. Ja. Es ist aber erst in 3 Monaten, von daher. Was kostet das schon 2 Mille? Mann, ey, kann ich hier Geld scheißen oder was? So, wir haben jetzt 2 Mille. Zack. Nee, ich wollte nicht mit. Bad, 2 Mille, Start, Wende. Gute Deutsch, diese. Der hat 11,7 Millionen, Alter. Da kommt immer 10.000 raus, ne? Ja. Die schmecken doch. Weiß gar nicht, wie viel würde man in echt verdienen, wenn du 10.000 gefühlt in einer Sekunde machst, ne? Also ihr seht ja, so ein, warte, ich muss jetzt 1, 2, 3, 4, okay, in 4 Sekunden. In 4 Sekunden mache ich 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.000. Da bist du ja reich, wenn du das, also, Junge, jetzt bald mache ich 80.000. Okay, wir haben wieder eine Gratis-Dreh. Komm, bitte. Diesmal aber bitte irgendwas. Dieses Nichts, das gab es noch gar nicht, ne? Wo ich das Spiel gespielt habe. Oh, nö. Oh, nö. Oha. 4, das Größte ist das, glaube ich, ne? Danke, lieber Gott. So, ne, Fahrt wollen wir nicht kaufen. So. Wir wollen hier erstmal schön fett Kohle kriegen. 5.000 kriege ich jetzt mehr. Wie viele sind das? 22.500 kriege ich durch die hier. Also das ist auf jeden Fall schon eine Anzahl, ne? So, jetzt, das hier kostet wieder 3.000. 3.000, ich meine 3,2 Mille. Aber man hat die auch jetzt relativ schnell, ne? Ich kaufe hier mal die Wände. Und ein Fahrt, ja, Fahrt brauche ich nicht kaufen. Oha, ich habe perfekt diese 3,2 Millionen gehabt. So, wir kaufen jetzt ja komplett diese Dropper-Dings durch. Aber ich finde, das sieht schon geil aus so, ne? Also, das ist einfach hier eine Bank, die ich baue, nicht Geld. Ich könnte hier einfach Dingens. Hier, damit verdiene ich ja auch Kohle. Oder hier. Hier verdiene ich auch Kohle. Oder hier unten. Junge, ist das weit hier alles. Eins. Das hier ist das zweite. Also zweites Stockwerk. Und drittes Stockwerk habe ich. Okay. Ey, ich bin gerade angekommen. Und dann verschwindet das auf einmal. Die haben hier irgendwie anscheinend auch noch ein anderes Spiel, was sie gemacht haben. Vielleicht werden wir das auch mal spielen. Ich habe auf jeden Fall auch Bock, ein eigenes Tycoon-Game rauszubringen. Und das will ich auch auf jeden Fall machen. Die aktuellen Probleme sind allerdings, dass ich einfach zu wenig Zeit habe. Also, ich würde viel mehr an Dinge machen für euch. Jetzt muss ich die auch noch alle upgraden. Aber es geht halt einfach nicht, weil ich keine Zeit habe. Das ist so ein bisschen leider das Problem. Und ich würde sagen, ich grade jetzt hier einmal kurz alle ab. Und dann seht ihr einfach, wie ich das letzte upgrade. Wir sehen uns einfach gleich. So, da bin ich wieder und ihr seht schon, die sind hier alle abgegradet. Das sieht man ja an diesen schwarzen Dingern drauf. Denn der hier hat noch keinen. So, und jetzt kaufe ich hier den letzten Upgrader. Und jetzt geben die mir alle tatsächlich 30.000. Oh, wie das aussieht. Geil. So, kaufen wir uns hier mal den Pfad. So. Natürlich die Wände hier einmal. So, 3 Millionen für Fenster. Zack. So, Wände aufwerten wir 5 Mille. Haben wir natürlich auch. Gleich. Bitte gebt mir das. In der Zeit trinke ich mal ein bisschen hier was. So. Zack. Erstmal was hier getrunken. Schönes Leitungswasser. Wände aufwerten wollte ich, genau.
So. Perfekt, habe ich fertig gebaut. So. Leiterbusdekoration kaufe ich als erstes. Und dann sind wir auch schon wieder fürs Video hier durch. Dann haben wir hier wieder eine weitere Etage gekauft. Also ich werde jetzt so Videos machen, wo ich einfach nur die ganze Zeit Etagen kaufe. Also erwartet nicht viel. Ja, also ich kaufe halt nur die Etagen. Etagen, nicht Etagen. Etagen, logischerweise. Genau. So. 10 Millionen. So, einmal die Leiter und Dekoration. So, und dann fehlt noch uns eine halbe. Die haben wir aber jetzt auch. Wie die nächste Etage. So. Lass mich hier bitte hoch. Danke sehr. So, kaufen wir uns hier erstmal, also holen wir uns hier erstmal den kostenlosen Geldautomaten. Wisst ihr was? Wir kaufen auf jeden Fall schon mal kurz hier den für den blauen Gelddingens hier. Aber Leute, ich würde sagen, tatsächlich, das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr darauf joinen würdet. Jetzt habt natürlich noch einen traumhaften Tag. Haut rein, also euer Sonne. Ciao, ciao.